Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Scrap Hello. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Xog und wir legen auch gleich los. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Fan Questions. Machen wir mal wieder Fan Questions. Und zwar heute ein Bendu, sein, ja, amerikanischer Auflieger-Truck. Ich vermute mal, dieses Leuchtende ist jetzt einfach durch eine Überschreibung einer anderen Mod. Bin mir aber nicht sicher. Dann haben wir von Enderwan, genau, diesen, ja, Flitzer hier. Der sieht ja mal richtig cool aus. Bin mal gespannt. Ohne Mods. Dann haben wir hier einen BMW von Skymaster. Ich finde, man erkennt sehr, sehr, sehr gut den BMW-Style. Cool. Bin gespannt. Dann haben wir einen Oldtimer von VW Käfer. Es ist kein Käfer, sondern ein amerikanischer Oldsmobile. Ich bin gespannt. Ein Criminal Car von Rape JP. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Erinnert einen an, ja, einen Mercedes Sprinter, würde ich jetzt sagen, oder? Ja. Und dann haben wir ein Ford Mondeo von Windogge. Oder Windodge. Ja, ich finde vor allem, dass hier vorne mit den blauen zwei Enden hier, erkennt man sofort, dass das eigentlich ein Ford ist. Auch so den Grill, ne? Cool. Bin gespannt. Und dann haben wir noch von Nintendo einen amerikanischen Truck. Und zwar die Tender-Version. Bin gespannt. So, legen wir los. Schauen wir uns mal diese wunderschönen Kreationen von euch an. Und ja, wir fangen rechts an mit unserem Leuchtetruck. Ja, ist immer blöd. Ich weiß dann auch nie so genau, welche Mod das sein könnte, die da überschreibt. Ich weiß nur, dass das sein kann. Oder auch wenn Mods geupdatet werden, ist immer ein bisschen komisch. Okay, wir haben eine Motorhaube, die hochgeht, aber keinen richtigen Motor. Schade. Licht. Blinker. Noch ein Blinker. Bett. Radio. Und das war's. So, schauen wir mal. Also optisch finde ich ihn vorne ein bisschen zu schmal, muss ich sagen, für die Höhe. Wenn man ihn so von der Seite anschaut, denkt man so, boah, geiles Teil. Schade, dass er so leuchtet. Ich finde, der sieht richtig klasse aus. Aber ich finde ihn vorne definitiv zu schmal für die Höhe. Also entweder niedriger bauen oder vorne breiter bauen. Also ich glaube, beide Seiten ein Block würde ihm echt gut tun. Oh, der federt aber schön. Schau mal. Piep, piep. Echt geil. Okay, aber darum geht es ja bei so einem Fahrzeug nicht, sondern um die Aufladefläche. Wir haben hier ein paar Schalter. Das öffnet den Bügel. Das lädt die Dings aus. Und das hier wären die Stützen gewesen, also andere Reihenfolge. Und dann kann man hier theoretisch im Fahrzeug hinauffahren. Genau. Allerdings ist auch die Ladefläche so schmal, dass ich mir extrem schwer vorstellen kann, dass da irgendein Fahrzeug hochfahren kann. Außer eventuell mein kleiner Mini-Jeep. Aber selbst der wird Schwierigkeiten haben, weil die Kante hier viel zu heavy ist. Das schafft der nicht, oder? Boah, krass, das schafft er! So, da muss man schnell sein. Der obere war der Bügel. So. Der zweite war zum Hochfahren. Und der nächste für die Stützen. Geil. Cool. Wäre jetzt das Leuchten nicht so, dann würde ich dieses Fahrzeug voll feiern. Aber ich frage mich, was für eine Mod da benutzt wurde. Also extra Blocks kann es nicht sein, weil die leuchtet nicht. Egal, welche man da benutzt. Super cool. Ich finde den optisch vor allem so von der Seite super geil. Von vorne, naja.
Wie gesagt, das Schmale irritiert ein bisschen. Aber so die Seite. Boah, das ist schon ein geiler Truck. Echt geil geworden. Ja, das hinten so offen ist, ist auch ein bisschen komisch, aber. Ja, mei. Ist geil. Fährt auch hier mit der Ladung gar nicht mal so schlecht. FPS ist ein bisschen scheiße. Muss mal schauen, wie man den Performance-Schuh da bauen könnte. Aber geiler geiles Fahrzeug. Schön. Okay, next one, please. Und zwar. Enderman. Mit dem. Sieht ein bisschen aus wie so ein McLaren MP1 oder so, ne? Hat will ich schon mal so einen ähnlichen? Bin mir nicht sicher. 2 und 1 sind Türen, 3 ist Licht. 4 ist hinten der Motor. Hupe. Zusatzschub. Lenkung ist ein bisschen scheiße. Grund ist, Leistung hinten sehr stark, vorne nicht so stark. Ist vorne. Oh, vorne ist auch die Spur 1 breiter als hinten. Sehr unrealistisch. Würde man nie so bauen. Deswegen verhält er sich auch so ein bisschen komisch. Hinten immer breiter als vorne oder gleich breit. Aber niemals vorne 1 breiter als hinten. Aber echt geiles Fahrzeug. Optisch echt cool, ohne Mods. Hut ab, nicht schlecht. Schön. Kein Fahrwerk, braucht es auch nicht. Das Ding ist eh in echt bretthart. Passt. Sehr schönes Fahrzeug. I like. Okay, next one. Der BMW. Ich muss ja zugeben, ich bin wirklich überhaupt kein BMW-Fan. Tut mir leid, Leute. Aber ich weiß nicht, BMW, das ist so... Ich finde die... Gut, die älteren BMWs gehen sogar. Die finde ich sogar gar nicht so schlecht mit dem geteilten Grill. Mit den Lungenflügeln und den einzelnen Lampen. Aber die ganzen neueren BMWs, die finde ich schrecklich. Also ist mein persönlicher Geschmack. Jeder ist anders da. Aber ich finde die so schrecklich. Boah, das geht für mich gar nicht. Für manche gehen amerikanische Autos nicht. Für andere geht Ford nicht. Für mich ist es BMW. Also BMW ist... Boah, ich hasse BMW echt. Also ich weiß nicht... Für mich ist das so ein Auto, das wäre das letzte Auto, was ich mir kaufen würde. Boah, aber fährt gut hier. Sehr, sehr geradeaus. Ne? Lenkung ist auch ganz geil. Die Farbkombi finde ich cool. Das würde Xeelin jetzt, glaube ich, ganz gut gefallen. Mit dem X oben drauf. Ist vielleicht auch ein Fahrzeug, was an Xeelin gerichtet ist. Proportion finde ich auch gut. Ich finde auch die Motorhaube sehr, sehr, sehr gut gelungen. Super geil mit den Kanten in der Mitte. Sau geil, wirklich super, super cool. Und der Ladeluftkühler mit der offenen Spoilerlippe unten. Nice. Auspuff linksseitig. Die großen Scheinwerfer hinten, Kofferraum, Flügel hinten. Echt sehr, sehr, sehr gut geworden. Also wirklich. Sogar die Schräge so ein bisschen vom Dach zur Außenkarosserie unten links und rechts. Super geil. Echt klasse geworden, ne doch. Vielleicht ist die vordere Tür ein Tick zu groß. Ich bin mir nicht sicher, welches Modell das jetzt sein soll. Aber ich sehe hier in dieser Form eigentlich schon so eine Richtung Coupé, ne? Und beim Coupé als Viertürer ist so ein bisschen ja, widersprüchlich. Ist so ein bisschen so wie ein Mittelfinger zeigen. Würde ihm wahrscheinlich hinten die Tür nicht so... Würde ich vielleicht wegmachen. Wäre wahrscheinlich optisch ein bisschen passender. Und ich finde auch, dass die Motorhaube ein Block zu lang ist. Kann jetzt aber auch designtechnisch geschuldet sein. Aber echt cooles Fahrzeug. Also echt gut. Ich mag BMW nicht und ich finde den jetzt hier echt gut. Also krass. Nice. Geschwindigkeit passt auch nicht übertrieben schnell. Die Spiegel sind vielleicht ein bisschen sehr groß. Sie stehen auch ein bisschen sehr weit ab. Aber geiles Fahrzeug. Klasse. Cool. Gut geworden. Kofferraum haben wir auch, ne? Was haben wir da drin? Technik. Okay. Hat auch ein besonderes Fahrwerk bekommen. Ist jetzt die Frage, ob man ein besonderes Fahrwerk bei so einem kleinen Fahrzeug braucht, ne? Man fährt ja nicht im Offroad-Bereich. Ja. Boah. Ist halt die Frage, ne? So, na gut. Schönes Fahrzeug. Dann haben wir den schönen Oldtimer. Ich
bin mir leider nicht hundertprozentig sicher, ob wir den schon mal hatten, weil wenn wir den stellen, fallen die Lampen hinten ab und ich meine mich zu erinnern, dass wir so ein Fahrzeug schon mal hatten. Und das war auch so ein Ding. Und ich weiß, dass der VW Käfer mehrere Fahrzeuge in diesen Baustil eingeschickt hatte. Kann sein, dass wir die schon vorgestellt haben. Kann sein, dass wir den hier schon vorgestellt haben oder nicht. Ich will natürlich schauen, dass ich nicht eine ganze Folge lang nur diese eine Art von Kreation zeige. Deswegen kann sein, dass wir den noch gar nicht gezeigt haben. Aber es passt. Oh, der fährt sich schön. Traumhaft. Geschwindigkeit ist super. Das Lenken ist cool. Das Fahrwerk ist sehr, sehr, sehr stimmig. Schön weich und smooth. Super cool. Oh. Da ich mal in den Busch gesetzt, den Wagen. Ja, ich finde ihn halt optisch ein bisschen zu breit. Ah, oh, da fährt sich klasse. Das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, ne? Manche mögen es ja eher hart, ja, also hartes Fahrwerk und so. Und andere mögen es eher weich und sanft. Ich bin der Mensch, der es eher sanft mag. Ich möchte so wenig wie möglich von der Straße spüren, wenn ich so vor mich hinfahre. Wenn ich sportlich fahren will, dann mag ich es, wenn natürlich das Fahrwerk hart ist. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber so für ein Alltagsfahrzeug finde ich so harte Fahrzeuge schrecklich. Ich weiß nicht, wie man sich sowas freiwillig antun kann. Deswegen liebe ich auch ja, so weiche Fahrzeuge, die so weiches Fahrwerk haben. Und das hast du gut hingekriegt. Geil. Fährt sich cool. Mag ich. So, dann kommen wir zu den meiner Meinung nach Mercedes Sprinter. Das sieht ein bisschen aus wie ein 250D. Mein Vater hatte mal so einen. Das ist Jahre her. Jahrzehnte, um genauer zu sein. Ich glaube, ich war 7 oder so. Also, ja, schon fast 20 Jahre her. Okay, 15 Jahre. Nee, doch. Ja, 20 Jahre. Fast 25 Jahre ist das her. Die sieht man oft heutzutage noch. Die sind total beliebt und unglaublich robust, die 250D, wenn ich mich jetzt nicht mit der Modellnummer irre. Die sind mega beliebt. Ich mag die auch. Das ist auch so, Sprinter und die alten Sprinter vor allem, das sind so die Fahrzeuge. Das ist das einzigste deutsche Fahrzeug, das ich tatsächlich mag. Also was ich mir tatsächlich auch kaufen würde. Ist voll krass. Ich weiß auch nicht warum. Oh, was ist das? Das kam unerwartet. Wie kommt man denn da rein? Hier sind so. Ich weiß nicht, wie kommt man denn da rein? Vielleicht hier mit den Knöpfen irgendwie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Motorhaube. Ah, guck mal hier. Oh! Oh, wie geil, da hat eine Rakete! Wie geil! Oh, wie geil ist das denn? Das kam jetzt mal mega unerwartet. Krass. Da hat er hier so ein Ding. Es gibt ja eine Mod inzwischen. Genau, mit der kann man ja Bomben spawnen oder Objektspawner nennt er sich. Ich glaube, der ist bei der Modpack drin. Und damit müsste man eigentlich auch mal was bauen. Das wäre so geil. Irgendwas, was so Bomben spawnt und so, ne? So ein, ja, weiß ich nicht, Düsenjet mit Bombenabwerfer oder so Flugzeugbomber oder so. So Zweiter Weltkrieg-Style. So, kommen wir zum Mondeo. Ford Mondeo, liebe Leute, ist eins der beliebtesten und meistverkauftesten Fahrzeuge der Welt. Kann man sich gar nicht vorstellen, ist aber tatsächlich so. Sie sind günstig, sind familienfreundlich, sie sind robust, sind ja halbwegs gut ausgestattet und ja, sind schlicht, sparsam. Das ist eins der wirklich heutzutage nicht mehr so, jetzt gibt es jetzt sind es wahrscheinlich, heutzutage sieht man sie eher selten in Deutschland, aber ich glaube, die werden auch gar nicht mehr gebaut.
Die ganzen, ich glaube, Mondeo haben sie ja jetzt abgesetzt, ne? Ja, ich glaube, Mondeo haben sie abgesetzt. Ich glaube, da kam sogar bei, kennt ihr The Grand Tour? Das ist von den Leuten, die bei Grip, nee, nicht bei Grip, Top Gear dabei waren. Super geile Serie, kann ich euch nur empfehlen. Und da haben sie ja eine Special Edition gemacht, den Mondeo, weil es den jetzt nicht mehr gibt. Also er wird nicht mehr, also die Modellserie wird nicht mehr gebaut. Und das war, wir hatten sogar auch mal einen, wir hatten sogar zwei. Wir hatten einmal 1995er Mondeo, hässliches Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber super, super bequem, super luxuriös, also für damals. Ja, sparsam und günstig halt, ne? Und halt Platz ohne Ende. Vor allem, wenn man dann noch ein Kombi hatte. Super geiles Auto. Sehr, sehr familienfreundlich einfach. So, was haben wir hier? Wir haben hier so viele Knöpfe, aber irgendwie passiert nirgendwo was. Ah, 2, 3 ist Blinker. 4 ist Hupe. 5 Scheibenwischer. Oh, hat sogar Scheibenwischer eingebaut. Geil. Hinten hat er auch das Ford-Logo reingepackt. Super geil. Voll kreativ. Geil. Oh, guck mal, sogar mit Motorhalter, ne? Weil die hat, der hatte keinen Liftheber. Deswegen hat er so einen Stab, den man einklemmen musste, damit der Motor oben, also die Motorhaube oben bleibt, damit man im Motorraum werkeln kann, ohne dass das Ding auf den Kopf fällt. Kofferraum, super geil, große Klappe. Licht. Oh, sieht sogar richtig cool aus mit dem Licht. Oh, schick. Was ist das? Schiebedach! Nein! Ach, wie geil. Hat er da ein Schiebedach reingebaut? Ultra, ultra, ultra. Ich feier dich. Geil. Ach, und das ganze Ding ist ja auch noch ohne Mods. Sehe ich gerade. Geil. Klasse. Geschwindigkeit finde ich auch super. Die Dinger waren lahm. Ja. Wirklich ultra lahm. Wirklich ultra lahm. Obwohl es geht. Es gibt Fahrzeuge, die langsamer sind. Aber schön. Geil. Sogar die Sitze hat er schräg gemacht. Aber man sieht, ne? Da steckt wirklich Arbeit drin und Technik. Krass. Was wollte ich? Irgendwas wollte ich. Ah, genau. Für dich als Tipp. Was ich früher gerne gemacht habe bei solchen Stellen, um diese Ecken hier so rund zu machen optisch, das ist eigentlich ziemlich cool. Warte. Da sieht das so ein bisschen abgerundeter aus. Schwarz mal natürlich. Aber dann ist da nicht so ein Loch. So als Tipp. Krass. Ich wäre hier wirklich Mühe gegeben. Gut, dass der Motor hier im Innenraum ist. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber warum nicht? Nee, sehr cool. Schön. Ich nehme an, dass er dann wahrscheinlich privat auch ein Mondeo hat oder seine Eltern. Ja. Wenn man ein Mondeo fährt oder hat, dann liebt man dieses Auto. Ist einfach so. So, wo ist der Fahrer? Ganz komischerweise ganz da hinten drin. Warum? Dieser Truck sieht so gut aus, aber warum sitzen wir da hinten? Warum sitzen wir nicht hier vorne? Das verstehe ich nicht. Wieso haben wir hier Selbstmordertüren? Blinker. Ja, das ist schön mit dem Blinker. Wo ist aber das Licht? Licht, rotes Licht vorne. Hm. Zum Glück hat er nicht hinten weißes Licht. Hier ist alles irgendwie ein bisschen anders, da merke ich gerade. Hupe. Klappe hinten. Technik, Radio. Okay. Ja, also, Hinterradlenkung. Oh Gott, okay. Oh, der fährt sich aber echt komisch. Scheiße. Okay. Ach du Heilige. Boah. Heilige Scheiße. Okay. Haben wir ein bisschen Zeit? Nee, haben wir eigentlich nicht. Paar Tipps. Mach keine Hinterradlenkung bei so einem Fahrzeug. Wirklich nicht. Mach lieber einen Stoßdämpfer hinten rein. Das Blöde ist,
Das ist voll komisch. Du hast hier Stoßdämpfer hin, hast aber hinten fest. Was bringt dir dieser Stoßdämpfer, wenn es hinten fest ist? Kann sich ja gar nicht bewegen, weil hinten fest ist. Dann haben wir hier eine Knicklenkung. Das Hinterteil hat eine Knicklenkung. Okay. Sehr ungewöhnlich. Dann noch eine Hinterradlenkung. Ungewöhnlich. Das ist... Ja, ich glaube, das ist alles ein bisschen anders da bei dem Fahrzeug. Boah, das sieht so geil aus, aber... Mir... Also... Das sieht echt klasse aus. Wirklich super cool, ohne Mods so einen geilen Truck zu bauen. Aber das Konzept an sich gefällt mir nicht. Also ist nicht böse gemeint, aber... Das hinten, auf der Hinterachse hat er so viel Leistung. Der Stoßdämpfer in der Mitte bringt so gut wie gar nichts. Außer Performance fressen. Ja, schau mal, wie das Heck fliegt immer, wenn wir so einen Hub gefahren. Weil der Stoßdämpfer bringt eigentlich so gut wie nichts. Die Hinterradlenkung, habe ich schon gesagt, ne, ist ein bisschen komisch. Dann haben wir... Hat er hier in der Mitte, hat er eine Lenkung rein, kann aber gar nicht lenken, weil das zwei sind. Das funktioniert nicht mit zwei. Da müsste eins weg sein, damit das funktioniert. So kostet das unendlich viel Performance, bringt uns aber nichts. So würde es dann auch funktionieren, ja. So kann das Ding auch lenken. Nur dass es halt jetzt wegen der Hinterradlenkung nicht funktioniert, weil das immer in die gegengesetzte Richtung lenkt, ja. Was ja so an sich Sinn macht, aber so geht, dreht er halt immer weg. Also das ist, also die Knicklenkung, da hättest du dir voll sparen können. Oh wei. Schau mal. Sieht erstens optisch auch besser so aus. Die richtige Höhe? Nee, scheiße. Mist, wenn man nicht den Block hat, den man braucht. So, pass auf. Hier, so. Jetzt müsste es passen. So. Genau. Erstens sieht es besser aus. Das ist eine Sache. Was? Du hast die Tür hinten reingepackt? Okay. Ist nur die Frage, welcher von denen ist der richtige, ne? Wird so jetzt auch nicht funktionieren. Machen wir es so. So, sieht erstens so optisch wirklich viel besser aus. Achso, hinten haben wir jetzt noch... Oh, alles ein bisschen kompliziert gerade. Hinten die Lenkung fixieren. Keine Hinterlenkung bei so einem LKW, um Gottes Willen. So. So, natürlich hinten keine Leistung mehr. Ah, Mist. Ist auch eher untypisch. Aber gut, beim Tandem-Truck hätte er sogar tatsächlich ganz hinten die Antriebskraft gar nicht mal vorne. Ich drücke mal auf den Sitz, ach, wenn du das bringst. So. Zu viel Leistung hat er noch. Deshalb er jetzt ein bisschen untersteuert. So. Jetzt fährt sich das Ganze auch ganz anders. Jetzt würde ich sogar noch einen draufsetzen und das hier weghauen. Komplett weg. Brauchen wir nicht. Vergeudete Ressourcen, vergeudet. Macht die Optik nicht ein bisschen hässlicher. Ohne sieht es echt viel besser aus. So. Also das, ich gehe mal davon aus, das war gar nicht sein Ziel,
Aber jetzt lenkt der auch anders da, weil nicht mehr die Reifen in der Mitte ihn daran hindern, in eine Richtung zu lenken, ne? So sieht das Ganze schon ganz anders aus. Geschwindigkeit ist so jetzt auch gar nicht mal so schlecht. So sieht doch gar nicht, so ist eigentlich cool. Ich weiß nicht, was der Hintergedanke war von dem Fahrzeug. Vielleicht wolltest du ja mal was in der Welt verändern von den LKWs. Dann würde es ja passen. Aber die Veränderungen sind meiner Meinung nach nicht zum Vorteil, sondern eher zum Nachteil. Aber ist Geschmackssache. Aber optisch echt geil. Also krasses Teil. Gefällt mir gut. Und das wurde mal cool. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so von ein Like gelassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich auch über neue Abonnenten. Wir sehen uns morgen bei einer Zuschaueraufnahme. Was kommt denn morgen? Was haben wir denn morgen? Warte mal. Ah, mit Pommes. Was machen wir denn? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Egal, lasst euch überraschen. Wird auf jeden Fall cool. Ich hoffe, ihr seid mit dabei.